großen Reise nach Griechenland. Das erste Mal mit dem Auto 2500 Kilo Taschen stehen. Das ist das mit meinem Gepäck. Da drüben steht Natalias Gepäck. Da. Pass auf. Dann, dass du dich am Sturm fährst. Bei Kilometer Null, weil wir stehen eigentlich noch zu Hause vor der Tür. Es ist Dienstag, der 1. September, 20 Uhr, eine Minute und wir fahren jetzt los. Ja! Urlaub! Ja! Urlaub! Ja! Wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt Richtung Thessaloniki, machen dabei Stopp in Innsbruck, vielleicht auch schon in München, wenn wir Zeit finden. Wir machen uns da keinen Stress, wir haben Zeit. Wir müssen am Donnerstag, also am 3. müssen wir um 13 Uhr die Fähre in Brindisi kriegen. Und das ist das einzige Muss, alles andere ist ein Kann auf dem Weg. Das heißt, wenn man kann, kann man mal auf Toilette gehen, wenn man kann man mal tanken, wenn man kann man mal schlafen, wenn man kann man mal essen. Hey, man kann alles. Ja, alles hin. So, und wir melden uns dann weiter. Ja. So, bis dann. Ciao. Wir sind jetzt irgendwo in der Nähe von Karlsruhe, haben also schon fast 400 Kilometer hinter uns gebracht. Ups. Man sieht dich nicht mehr. Licht aus, Spot an. Oh, da war er wieder. Da war er wieder. Ne, haben jetzt noch bis Innsbruck noch 393 Kilometer vor uns. Ne, genau. Gucken, wie weit wir kommen. Und wir haben noch kurz vor 12 Uhr, also knapp 3 vor 0. Ja. Und wir haben 300 Kilometer hinter uns. Genau. Sehr gut. Sehr genau. Gut. Komm, gib 5. Sehr schön. Sehr schön. So, herzlich willkommen in Österreich. Es ist jetzt 10 Minuten nach 3. Wir haben vor ein paar Minuten die österreichische Grenze überquert, sind jetzt hier in der Nähe von, keine Ahnung, Kempten oder sowas. Auf jeden Fall durch einen Tunnel gefahren und plötzlich waren wir in Österreich ohne Vorwarnung. Wir haben gerade die Vignette gekauft. Ja, und jetzt geht es dann weiter Richtung Innsbruck erstmal. Da gucken wir dann, dass wir was frühstücken können und dann geht es weiter. Und gucken mal, ob wir vielleicht auch irgendwo übernachten. Vielleicht auch in Innsbruck ein bisschen pennen. Da schauen wir, das entscheiden wir spontan. Wunderschönen guten Morgen aus Tirol. Wir sind hier ein Stück hinter Innsbruck. Das ist wohl die Brenner-Autobahn, denke ich mal. Ich habe nicht wirklich die Ahnung. Wir sind heute Morgen um 4 irgendwann hier angekommen, todmüde. Nachdem wir die ganze Nacht durchgefahren sind mit einigen kleinen Pinkelpausen. Und hatten noch einige Nebelbänke und mussten noch durch Serpentinen fahren, also es war schon sehr abenteuerlich. Aber um 4 ging dann gar nichts mehr, da waren wir dann müde, haben uns dann erstmal ein bisschen aufs Ohr gelegt im Auto. Ich mich zusammengekauert hinten auf der Rückbank, Natalia auf dem Fahrersitz. Ja, das Auto ist halt groß, aber nicht wirklich groß. Und ja, ein bisschen gepennt und dann geht's gleich weiter. Frühstück, einen kleinen aus der selbst mitgebrachten Box und einem Kaffee aus dem Shop. Jetzt dann gleich weiter Richtung Italien.
So, 991 Kilometer haben wir runtergerissen. Herzlich willkommen in Italien. Das Wetter ist durchwachsen. Man sieht's. Es hat auch vorhin wieder geregnet. Es ist aber gar nicht mal kalt. Ich finde es okay. Ist das auch nicht warm? Also man kann ohne Jacke rumlaufen. Das geht. Ja. Die Autobahn ist ziemlich komisch. Also die Spuren sind ziemlich eng. Das ist die erste Raststätte seit bestimmt 200 Kilometern. Ja, mal gucken, ob es eine Toilette gibt. Und nach einem Kaffee geht's weiter. Genau, und daneben steht auch ein Auto mit Düsseldorfer Kennzeichen. Ja, das ist unglaublich. Nicht nur wir. Man ist so weit weg von zu Hause und trifft Einheimische. Genau. Unglaublich. Aber es ist auch tatsächlich, dass so viele Deutsche unterwegs sind. Ja, es ist ein bisschen windig hier, ein bisschen sehr windig. Ne? Na? Ja. Ja, was soll ich noch erzählen? Ja, wir sind ziemlich müde. Na, der arme Costa fährt die ganze Zeit, Natalia drückt sich und ja, so ist das. Jetzt fahren wir weiter. Ja, drück die Daumen, es wird schon alles cool. So, wir haben gerade nochmal Pause gemacht. 1556 Kilometer haben wir runtergerissen, seit gestern Abend um 8 Uhr. Wir haben natürlich auch zwischendurch mal gepennt im Auto, trotzdem ein bisschen müde. Das ist natürlich was anderes, als wenn man zu Hause pennt. Aber wir machen den Rest noch durch. Das sind noch knapp 300 Kilometer bis Brindisi. Das schaffen wir heute auch noch. Und dann werden wir uns da was zum Schlafen suchen. Und dann geht es morgen um 13 Uhr auf die Fähre. Wir werden uns da unten die Gegend noch ein bisschen anschauen und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, möchtest du auch noch was sagen? Oh, schönen guten Abend. Ja, da. Ja, das meine ich ja. Ach so, meinst du. Hallo. Hallo. Was hast du gerade erzählt? Ich habe gerade gesagt, dass wir schon 1556 Kilometer hinter uns gebracht haben. Ja, sehr gut. Ja. Und dass du ganz toll gefahren bist, habe ich noch nicht erwähnt. Das wollte ich jetzt machen. Also. Mhm. Ja. Und dass wir ein bisschen müde sind. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Und jetzt fahren wir weiter. Jetzt fahren wir weiter. Auch wenn wir ein bisschen müde sind. Genau. Und melden uns von Brindisi wieder. Ja, das machen wir. Tatsächlich geschafft. 1900 Kilometer mit dem Auto quer durch Deutschland, quer durch Österreich, quer durch Italien bis
fast nach unten an den Absatz des Stiefels. Ja, es ist gestern Abend spät geworden. Wir haben Mühe gehabt, noch einen Schlafplatz zu finden. Haben dann im Hafen hier quasi übernachtet. Hinter mir geht quasi die Sonne auf. Und die erste Erkenntnis des Tages, man sieht hinter mir die Müllcontainer, ne, mit den verschiedenen Tonnen für Verpackungsmüll, für Restmüll, für Papier und so weiter. Und eben kamen dann die Jungs von der Müllabfuhr, die man dort im Hintergrund sieht, und haben alles in einen Wagen gekippt. Dafür die Mülltrennung. Egal, wir werden jetzt erstmal wach, wir trinken den ersten Kaffee und gucken, dass wir um 13 Uhr unsere Fähre nach Griechenland kriegen. Wir haben uns erfolgreich gestern in Griechenland registriert. Der QR-Code ist zugestellt worden, heute per E-Mail, heute Morgen schon. Und den Rest werden wir berichten. So, es geht für uns los auf die Fähre. Wir geben die Tickets ab. Passport. Yes. Zeigen wir unsere Ausweise. Einreise hier, ne? Auf die Fähre, oder? So, ich habe hier ein bisschen was angefangen zu erzählen, wo wir unterwegs waren zu der Fähre. Erzähl weiter. Ja. Also wir haben die Nacht ja recht offen verbracht. sind dann zeitlich am Check-in-Schalter gewesen, sehr zeitig sogar. Im Internet stand, er würde um 9 Uhr aufmachen, dann war da eine ziemlich frostige Person, die ja sagte, nein, mache erst um 10 Uhr auf. Und dann wurde aber dann trotzdem um 9:30 dann irgendwie schon ein Schalter aufgemacht. Die Person war super unfreundlich. Man kam sich da echt schon fast vor wie ein Bitch, der da keine Informationen. Alles musste man sich da wirklich erfragen. Und die Bewertungen im Internet geben unseren Erfahrungen da echt recht. Auf jeden Fall hat das dann doch geklappt mit dem Check-in. Wir haben auch, mussten auch unseren Corona-Code vorzeigen, also für die Einreise in Griechenland. Und sind dann nachher erstmal nochmal nach Brindisi reingefahren, haben versucht eine Bäckerei zu finden, sowas in der Richtung. Haben dort dann sowas in der Richtung auch gefunden. Da gab es dann für jeden einen Espresso und eine Art Berliner mit Cremefüllung, mit viel Cremefüllung, war sehr lecker. Fand ich. Der Espresso hat gut reingehauen. Der hat also den nicht vorhandenen Schlaf eigentlich wieder wettgemacht. Und ja, jetzt, nachdem man uns mehrfach irgendwie verschoben hatte, irgendwie immer, ja, jetzt noch nicht, dann heißt es dann 11 Uhr, jetzt ist es kurz nach 11, wir haben sogar 11:11 Uhr jetzt genau, sind wir schon durch die zweite Kontrolle. Also das erste war dann der Pass. Das zweite war Fiebermessen und jetzt quasi schon die dritte. Da hat man uns jetzt schon einsortiert für gleich die Fahrt auf die Fähre. Genau. Na? Ja? Gibt ja was. Ja. Teuer. Wir haben sie, ja, etwas über 4 Stunden. Und langsam
Ja, auch griechisches Essen. Definitiv. Ich habe Hunger. Ja, überhaupt auf Griechenland, habe ich gesagt. Das ist total spannend. Das ist wunderschön. So wie ich dich jetzt gerade aufnehme, ist richtig tolle Kulisse wieder hier. Auf Albanien. Warte, Foto ab. Ja, ich bin kaputt und müde, aber wir sind da. Und wir waren schon mal da. Ich würde sagen, ne? Reicht doch, oder? Oder warten wir bis morgen? Ja, wie weit sind wir denn gefahren insgesamt? 2300 Kilometer Auto plus über 200 Kilometer mit der Fähre. Ja, sehr gut, Natalia. Ja, sehr gut, Natalia. Gut gemacht. Ja. Ja. Ah, wir sind da, es ist richtig toll hier. Ne? Ich freue mich sehr. Ja, und den Rest später. Das müssen wir erstmal. Genau. Wir sind erstmal pennen, es ist 2.40 Uhr gleich. Es wird Zeit, ins Bett zu gehen, mal richtig zu schlafen. Gehen, fallen. Fallen. Nicht gehen. Einfach. Puff. Tschüss. Genau. Tschüss. Wir sind da. Letzte Nacht um zwei, kurz nach zwei, haben wir es dann endlich geschafft, sind hier angekommen, todmüde ins Bett gefallen. 2500 Kilometer, 2300 auf der Straße, 200 über Seeweg, circa. Und jetzt erstmal richtig Hallo sagen. Jetzt erstmal gleich einen Kaffee. Ich war gerade schon duschen. Das hat so gut getan, nach 3 Tagen mal sich mal richtig sauber zu machen. Mal und auch mal richtig zu schlafen. Also, ich meine, der Trip war toll bis jetzt. Also super. Er hatte seine Höhen, er hatte seine Tiefen. Und wir müssen den Weg ja auch irgendwann nochmal zurück. Aber bis jetzt war es super. Und warten wir mal ab, wie der Rest wird. Hör auf! So, guck mal! Voll scharf! Hi! Bitte!
die Natalia fotografiert da unten, wie man so sieht. Und sind hier gerade an der Paralia in Thessaloniki. Die Sonne geht langsam runter. Das wochenendliche Nachtleben beginnt. Wir haben auch eigentlich noch gar nicht so viel gesehen. Und weiter geht's. Wir fahren jetzt hier gerade durch Mikri-Volvi, das liegt direkt am Volvisee. Wenn du einmal darüber schwenkst, dann können die Leute auch sehen, wie schön das Häuschen hier ist. Genau. Wie schön der See ist, an dem wir vorbeifahren. Wir sind gerade auf dem Weg nach Ammoniani. Ammoniani ist eine kleine Insel am dritten Finger von Chalkidiki. Wir wissen nicht, was uns da jetzt erwartet aufgrund der Corona-Pandemie. Aber wir fahren jetzt einfach mal los und gucken, dass wir auf die Insel können und eine Runde schwimmen gehen und einfach einen schönen Tag verbringen. Ja. Ja! Wir freuen uns! Don't pay the ferryman. Scheint ganz normal Fährbetrieb zu sein, sonst würden hier nicht alle stehen. Jetzt links abbiegen und dann auf die Fähre steigen. Wir sind an der Fähre. Was willst du? Ganz sehr
Schade ist bei so einer Videoaufnahme ist, dass man ja eigentlich nur die Bilder einfangen kann, aber nicht den Wind, der einem gerade um die Nase fliegt. Das Gefühl, dass die Freundin, die nicht mit eigentlich aufs Bild möchte. Ja, trotzdem aufs Bild irgendwie kommt, ne? Genau. Nein, aber wunderbar. Das ist halt unvergleichlich. Es ist so ungefähr, ja doch vergleichbar wie mit einem Fußballspiel. Ein Fußballspiel kann toll sein, kann spannend sein, aber der Bildschirm ersetzt niemals die Atmosphäre im Stadion. Ja.
wir sind hier in Aspro. Walter. Walter. 18 Uhr, ja, kurz vor 7 abends, gehen spazieren. Am Meer und so weiter. Hinter uns sind die Berge richtig schön. Genau. Ja, dann gehen wir schön spazieren. Ja? Heute war ziemlich warm, 35 Grad hatten wir. Deswegen erst gegen Abend raus hier. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sonst erzählen soll. Mir fehlen die Worte, Ideen, keine Ahnung. Was soll ich jetzt sagen? Costa, du bist da viel geübter. Danke, lauf an mir vorbei.
melden. Das hier ist normalerweise das touristische Zentrum von Aspowalter. Hier sind eigentlich jedes Jahr reichlich Leute, die hier flanieren, die hier essen gehen, die hier Party machen. Und wie man sieht, ich meine gut, die Hauptferienzeit ist vorbei, aber selbst in der Nachferienzeit ist ja eigentlich normalerweise richtig der Bär am Steppen. Ja, und jetzt, Corona sei Dank, gar nichts. Hallo liebe Nicole, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Lass dich reichlich feiern, lass dich reichlich beschenken. Ich hoffe, du machst was an deinem Geburtstag oder zumindest am nächsten Wochenende. Die gemeinsame Feier fällt ja leider aus, weil wir sind ja hier, wie du sehen kannst, wunderschön alles. Die Sonne scheint. Ja. Und extra jetzt für dich noch. Und genau. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Nicole, Happy Birthday to you. Alles, alles Gute, alles Liebe zum Geburtstag. Und tschüss. Tschüss. Hallo, heute ist der 11. September. Hallo. Und wir befinden uns wieder in Thessaloniki. Wenn man mal so guckt, eine Stadt, die anscheinend niemals schläft. Vergleichbar mit New York. New York schläft ja auch nie. Und wir sind heute zu dritt. Jetzt wird er denken, Moment mal, ich sehe nur den Costa, ich sehe nur die Natalia. Aber wir haben heute auch den Martin dabei, weil keine Fete ohne Martin. Ne? Wir machen ja für das Martin-Projekt verschiedene Aufnahmen und haben gedacht, wir nehmen Martin auch mal mit nach Thessaloniki und machen hier ein paar nette Aufnahmen mit Martin. Man kann gucken, was dabei rauskommt und wir sind gespannt. Auf Thessaloniki! Genau. Hallo liebe Daniela, wir drei, der Martin, die Natalia und ich, wir sind, ja, ja, komm. Gratulieren dir zum Geburtstag. Alles Gute, jetzt ist die 3 davor, die 2 ist weg. Ja, nein, 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 nein. Aber trotzdem schön. Ja.
Und deshalb grüßen wir dich aus dem Herzen von Thessaloniki. Einmal den Rundumschwenk. Oh, den Martin vergessen wieder. Bei 33 Grad. Und einmal Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Daniela. Dani? Liebe Dani. Happy Birthday to you. Ich hoffe, wir hoffen, du hast heute einen wundervollen Tag, feierst den ein bisschen, lässt heute Abend ein bisschen die Sau raus, ne? Aber nicht zu lange, denk dran, ne? Mit 30 ist man nicht mehr die Jüngste. Ist man nicht mehr die Jüngste, das Altersheim macht zeitig zu. Da sagt der morgen, pssst, darfst du wieder auch dann anrufen oder wie auch immer ihm sagen, wann gehst du ins Bett? Jetzt! Alles Liebe zum Geburtstag, Dani. Und tschüss. Und tschüss.
habe gesehen, du hast heute Geburtstag und ich wollte dir gerne gratulieren und guck mal, wo ich heute bin. Hallo! Hey. Von mir auch. Alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ja, wir ersparen dir, dass wir singen. Ja. Und Pippi. Pippi? Pippi ist da unten. Auch da. Ja, er singt auch heute auch nicht. Happy Birthday. Wir wünschen dir einen ganz schönen Tag in Griechenland. Genau. Und mit deiner Freundin und dass alles gut ist und gehen nachher eine Pizza essen und alles Liebe, alles Gute. Genau, alles Liebe und Gute. Macht euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ja, hallo. Also so ein tolles Video verlangt natürlich nach einem fast so tollen Gegenvideo. Ich wollte euch mal hier den Sonnenuntergang bei mir präsentieren, so als kleines Dankeschön für euer ganz tolles Video. Ich habe mich super gefreut. Vielen lieben Dank dafür. Ich zeige euch auch mal meinen langen Schatten. War. Ja, Urlaub ist schön. Jeden Tag Sonne, jeden Tag 34 Grad. Haben wir auch schon so ein bisschen verbrannt. Tut auch ein bisschen weh. Aber, ne, Indianer kennt keinen Schmerz, Indianer im Togal, muss ich durch. So, wir gehen gleich auch eine Pizza essen. Wir, das sind meine Freundin und ich, mein Bruder, meine Schwägerin, mein Vater, meine Stiefmutter, mein Onkel, meine Tante. Und ich freue mich schon riesig drauf, weil hier gibt es so riesige Traktorräder. Ja, wird geil, geil, ne? Und ich wünsche euch beiden auch einen ganz, ganz tollen Abend. Knuddelt Pippi von mir, knuddelt Paul von mir. Grüße an Roland, Grüße an den Hund, den ihr zu Hause habt. Den Namen habe ich gerade nicht auf der Pfanne. Und alle anderen, die mich kennen und mögen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder. Tschüss aus Nymphopetra. Hallo zusammen, liebe Grüße aus Griechenland. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken für die vielen Grüße, die mich erreicht haben. Egal, ob jetzt über WhatsApp, über Facebook, per Anruf, per Sprachnachricht, per Video, ich weiß nicht, was da gestern alles gekommen ist. Es war auf jeden Fall ein sehr stressiger Geburtstag, weil das Handy nur gebimmelt hat. Ich musste, glaube ich, dreimal nachladen. Ich habe mich über jeden Gruß gefreut und bedanke mich recht herzlich dafür. So, wir haben jetzt lange schon kein Video mehr gemacht, irgendwie 2-3 Tage. Wir haben viel gemacht, wir waren in Saloniki, wir haben gestern meinen Geburtstag gefeiert, sind unterwegs gewesen, haben Fotos gemacht, haben insgesamt jetzt über den Daumen gepeilt 3370 Kilometer mit dem Auto gemacht. Wir sind heute in Stavro. So ein bisschen einfach nur spazieren gewesen. Wir haben heute Morgen ein bisschen was gearbeitet zu Hause. Hier gibt es so eine Bimmelbahn für die Touristen. Kann man mal so sehen. Hier gibt es eine kleine Kirmes. Kann man jetzt schlecht sehen. Da ist ein Autoscooter. Dahinter ist noch irgendwie was. So ein paar Buden. Jetzt nicht spektakuläres. Also mit der Düsseldorfer Kirmes nicht zu vergleichen. Ja, wie waren die letzten Tage? Sehr schön. Mit viel Sonne, mit viel Fotografieren, viel Sehen. Ja, 34 ja. Grad. Ja, sehr warm war es auch. Ja. Ja, und jetzt bleiben nicht mehr viele Tage, bis wir wieder zurück nach Hause müssen. Leider. Ja. Also wir würden nicht sagen, wisst ihr was, Leute, verkauft alles, wir bleiben hier. Ja. Ne? Noch ein paar Jahre Urlaub. Noch ein paar Jahre Urlaub. Weil eine Post gibt es ja auch, ein Lidl gibt es ja auch. Ja, genau. Ne? Also wir sind hier bestens versorgt. Also bleiben wir nach hier. Dem Motto, fickt euch, wir bleiben hier. Genau. Ja. Ja. Schöne Grüße aus Stavros. Genau, aus Stavros. Wir haben heute uns auch so Armbänder gekauft. Ja. Jetzt habe ich die gerade nur in der Hosentasche.
Ja, das Lustige ist ja, dass der Ort hier genauso heißt, wie mein Vater heißt. Und deshalb haben wir uns diese Isle of Star Wars Bänder gekauft, um den Papa morgen mal so ein bisschen vorzuführen. Weil der hat ja auch morgen Namenstag. Genau. Ja, wir sind mal gespannt, wie das morgen wird. Ob der so ein bisschen was gefeiert wird, oder weil der Namenstag ist ja in Griechenland so ein bisschen höher als der Geburtstag. Ja, das wusste ich aber auch nicht. Ja, und ja, wir sind mal gespannt, was dann morgen dann bestimmt der Tag ergibt. Wieder toll. Wir werden leider melden. Sehr wenige Tage übrig geblieben. Genau. Hätte mehr sein können. Richtig. Ja. Auf jeden Fall, Restprogramm steht eigentlich soweit auch schon so ein bisschen. Mittwoch geht es auf jeden Fall zum dritten und dann auch letzten Mal nach Saloniki nochmal ein paar Aufnahmen machen, noch ein paar Sachen angucken. Genau. Auf jeden Fall Bütchentour. Nussfabrik. Nussfabrik. Genau. Und ja. Irgendwas war da noch. Irgendwas war da noch. Aber wir wissen es nicht. Wir werden es zeigen. Alles klar. Ja, und Donnerstagmorgen geht es dann ins Auto. Ja. Und dann sind es wieder 2500 Kilometer von Nymphopetra über Thessaloniki, über Ioannina bis zur Fähre, dann rüber 8 Stunden Fährfahrt nach Brindisi, dann ganz durch ganz Italien hoch bis nach Südtirol, Zwischenstopp in Innsbruck, Zwischenstopp in München. Ja, München haben wir geplant. Ne, haben wir geplant, und dann werden wir dann irgendwann dann mal wieder in Düsseldorf einlaufen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Genau, und die Freunde von Costa, die in der Nähe von Innsbruck und München wohnen oder irgendwie Österreich und in Italien sind gerade, meldet euch, vielleicht fahren wir da vorbei oder ihr kommt und wir treffen uns irgendwo in der Mitte zum Kaffee trinken. Genau. Ja. Okay. Ja, jetzt genau, haben wir 3 Minuten 40 gequatscht und damit ist dieser Abschnitt jetzt erstmal beendet. So, hallo erstmal. Es ist natürlich schon etwas spät geworden heute, aber wir haben dich natürlich nicht vergessen. Wir sind extra für dich an einen ganz besonderen Ort gefahren. Das sind nämlich die Steine hier, die es hier da war noch See. Kurz vor dem Ort gibt. Genau, da vorne war noch ein See, das konnte man jetzt nicht so gut sehen. Und haben gedacht, wir schicken dir unsere Geburtstagsgrüße von diesem ganz besonderen Ort. Und fangen an mit einem Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Carina, Happy Birthday to you. Ja, und hoffen wir, hattest einen wunderschönen Geburtstag, auch wenn er auf einen Montag gefallen ist. Aber du weißt ja, wenn die Woche schon so geil mit Geburtstag und Geschenken und so Glückwünschen anfängt, dann kann die Woche ja eigentlich nur geil werden. Ja, wir schicken weiterhin schöne Grüße. Ja, wir alles, haben alles hier Liebe zum Geburtstag. Nach wie vor eigentlich ganz gutes Wetter. Heute war ein bisschen bewölkt, aber das hat eben keinen Abbruch getan. Es war trotzdem warm. Zeig mal nochmal See und dann. Ja, da hinten ist so, irgendwo da hinten ist ein See. Genau. Den sieht man leider durch die Handykamera nicht so dolle. Ja, nochmal Glückwunsch, nochmal schönen Restgeburtstag und wir alles sehen uns dann bald. Ja. Ciao. Tschüss. We'll be right back.
am 15. September voll Weihnachtsdeko in Thessaloniki. Ein ganz schön stressiger Weg. Tage. Das heißt, letzter Tag Thessaloniki, nochmal die Paralia genießen, zusammen mit der Frau, die gerade die Tüte hochhält. Ja, worauf hält sie denn da hoch? Hinter uns ist die Nussfabrik, direkt an der Paralia. Dort kann man richtig geiles Zeug kaufen. Nicht ganz billig, aber das ist normal, weil das ist alles frisch und die machen da richtig was. Dann können wir mal gucken hier. No, also die ganze Tüte ist voller Leckereien, die wir uns auch schmecken lassen werden. Und wenn man so reinguckt in den Laden, ich möchte jetzt nicht so direkt reinfilmen, weil da auch Leute sind, sieht man, da ist also richtig, richtig geiles Zeug. Und wir werden auf jeden Fall berichten, wie es uns geschmeckt hat. Ja, liebe Grüße aus Thessaloniki. Thank you.
So. Bisschen laut gerade, geht wegen der Lüftung nicht anders. Wir sitzen schon im Auto. Es ist der 17. September. Ja, 2 Wochen Urlaub sind rum. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Und ja. Doof. War wunderschöne Zeit. Ja, aber die ist leider vorbei. Wie jeder Urlaub drin. Ja. Für alles Schöne, alles Schlechte irgendwie. Aber guck mal, hinter uns wunderschöne. Genau. Gegend. Wunderschöne Gegend. Wir sind hier nochmal an den Steinen. Wir hatten eben, wollten wir eigentlich die ganze Zeit zu Hause noch das Video machen, aber wegen dem ganzen Stress und dann mit dem Einpacken und dann Tante und Onkel und hier und da, ist das alles ein bisschen untergegangen. Ja. Jetzt fahren wir noch griechische Leckereien kaufen. Genau. Richtig tolle, süße Sachen, die es gibt. Was dann brauchen wir, deswegen machen wir das noch. Genau. Und dann geht es Richtung Igoumenitsa. Igoumenitsa, ja. Irgendwie. Ich kann jetzt richtig aussprechen. Ja. Wir fahren ungefähr 3 Stunden 42 Minuten, sagt unser Navi. Genau. Und ja, wir wünschen uns gute Reise. Das wünschen wir uns. Ja. Bis später. Gerade auf der Toilette. Da. Und da hängt ein Schild. Bitte Hände nass machen. Gründlich einseifen, einwirken lassen, ausspülen. Ja, die Seife ist nicht da. Das ganze Behälter ist rausgerissen. Jemand für sich mitgenommen. Zu Hause gründlich einseifen. So, ich bin fertig. Das ist jetzt. Ja. Wir hätten ja. Dankeschön. Komm raus.
So, es ist 18.52 Uhr. Wir sind in Igluminica. Igluminica! Genau. hinter uns ist das Terminal, wo wir gerade eingecheckt haben. Unsere Fähre geht um Mitternacht. Wir müssen um 22 Uhr einchecken. Wir drehen einmal die Runde hier. Ne? Es ist relativ übersichtlich hier. Wir gucken uns gleich nochmal genauer an. Ja, das schöne Wetter hat uns verlassen. Es regnet tatsächlich. Wir hatten auf der Autobahn schon ganz viel Regen. Und ja. Hier ist es auch nicht besser. Deshalb Video zu Ende. Ja, tschüss. Bis später. Ja. So, es ist Freitagmorgen, also ein kleiner Eindruck. Das hier vor mir ist nicht Liberty Island, wir sind nicht in Manhattan, wäre auch ein bisschen klein. Nein, das ist tatsächlich Brindisi, jedenfalls der Vorläufer davon. Ja, wir sind wieder in Italien. Wirklich interessant beim Ausschiffen. Müssen wir einen Corona-Test machen oder auch nicht? Eigentlich laut Unterlagen nicht. Wir sind ja schließlich nur Durchreisende. Da kommt schon ein kleiner Begrüßer. Hallo, guten Morgen. Und dann geht's auf die Autobahn Richtung Bari. Wo es dann auf die bezahlbare Autobahn geht, wo es dann auch ein bisschen ruhiger ist. Aber erstmal werden wir gucken, dass wir einen Kaffee finden, einen vernünftigen Kaffee und nicht so einen Muckefuck, wie es denn hier auf dem Schiff gibt. Und schauen dann mal weiter. Ja, Wetter könnte besser sein, aber es ist tatsächlich nicht kalt. Mir weht ja so ein angenehmer Luft um die Wind. Angenehmer Luft um die Nase. Und also schön ist erstmal anders, oder? So vom ersten Blick. Aber schauen wir mal, es kann sich ja noch verbessern. Achso, ja, ich habe was vergessen. Die Nacht war natürlich unruhig. Wir haben im Passagierraum geschlafen. Also in so einer Art Cafeteria. Wäre eigentlich auch trotz der grellen Beleuchtung eigentlich okay gewesen, wenn da nicht so vier Vollidioten die ganze Nacht gequatscht hätten wie die Idioten. Aber ist ja, wie gesagt, ist ja kein Schlafraum gewesen. So, da vorne sieht so ein bisschen aus wie Stadtmauer, was da so entgegenkommt. Ich versuche mal näher ranzuholen. Ja, also wir legen bald an. Ich werde mich dann mal wieder runter machen, weil wir werden wahrscheinlich gleich zum Auto müssen. Und dann ausschiffen, Zoll. Und das geht dann hoffentlich ganz schnell, wie gesagt. Und dann geht's weiter. Nochmal wieder rein und ja, genau. Ab nach Griechenland. Abflug. Ah, so. Ja, wo sind die? Nach da. Ja, am besten den Autofahrern folgen. Ja, würde ich auch sagen. Lieber Autofahren.
will der hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist eine Farbe. Frau am Steuer. Lass die hysterischen Frau da ihren Stimmen folgen. Wir benehmen uns wie die Männer, wir folgen dem Verkehrsfluss. Genau. Mit dir kannst du mich nicht in den Gegenverkehr leiten, hoffe ich. Ja, hoffe ich auch, weißt du? So, willkommen in Italien. Wir, ja, go to hell, wir sind tatsächlich durch. Wir sind von der Fähre runter, sind an einem Vorposten gelandet, der fragte nach der Selbstdeklaration wegen dem Corona, ob wir Corona haben. Nein, das Ding hatten wir allerdings schon in Griechenland ausgefüllt und die Spacken haben es behalten. Wir hätten es hier gebraucht, die Spacken haben es behalten. Dort hatten wir ein Formular auf Englisch, hier mussten wir das Formular in italienischer Sprache ausfüllen. Der Google-Übersetzer hat uns komplett im Stich gelassen. Ja. Ja, dann ging es weiter zur... Ja, dann haben wir das ausgefüllt. Nachdem wir zurückgeschickt wurden zum Schiff. Genau. Die Dame hat uns da wenig geholfen. Wir haben die Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Und da wieder, man soll fotografieren, was man ausfüllt. Ne? Dann hilft das ab und zu. Genau. Dann haben wir wieder ausgefüllt, mit ein bisschen zurückgedacht, was wir da so, dann ist uns eingefallen, was wir so grob eingetragen haben. Dann hat es funktioniert. Wir müssten, glaube ich, nur Adresse und Telefonnummer eingeben, nachtragen, egal. Genau. Genau. Ja, dann wurde Temperatur gemessen, eigentlich zum zweiten Mal schon. Mussten wir noch was nachtragen auf dem Zettel. Wir wurden immer von Posten zu Posten weitergeschickt. Genau. Ne, eigentlich waren die an der Grenze ganz nett. Also das kann man nicht sagen. Also da kann schon nicht sagen, dass die jetzt unverschämt waren oder sowas oder unfreundlich. Nein, die haben sich da echt bemüht. Und zum Schluss, also wir sind dann, nachdem wir den Zettel abgegeben hatten, wurden wir von der Polizei nochmal die Ausweise kontrolliert. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und dann kamen wir zum eigentlichen Zoll. Der hat nett gelächelt, hat gefragt, ob wir was haben. Wir haben gesagt, nein. Ich habe ihm da angeboten, ich steige gerne aus und mache den Kofferraum auf. Er lächelte dann nett und schickte uns weiter. So, und jetzt sind wir wieder da, wo wir vor 2 Wochen schon mal waren. Sieht man nicht, denke ich mal, sieht man schlecht. Ja. Es hat uns 1 Stunde gekostet. Ja. 1 Stunde für und jetzt? Vom Bord zu kommen und durch die Kontrollen. Und jetzt. Kaffee. Ja. Bis später. Wir sind in Italien. Das ist irgend so eine Stadt. Wir wissen nicht, was das für eine Stadt in Italien ist. Ne? Aber ich weiß nicht, wie die heißt. Ich weiß auch nicht mehr. Ich hab's vergessen. Das ist irgendwie Via di Ponenta oder so. Aber das ist Katastrophe. Das ist einfach nur Betonwüste. Was ist Betonwüste? Italien soll das Umgebungsland sein, aber...
hier sind tausende Kreisverkehre. Das ist die Stadt von tausend Kreisverkehren. Oder? Ja, ist aber vielleicht eine Kreisstadt. Kreisstadt. Eine Kreisstadt. Eine hässliche Kreisstadt. Hey, hier gibt es noch Bäume, Wahnsinn. Ja, auf dem Balkon. LKW. Kollege. Ja, die fahren auch, als ob die. So, wir sind ca. 330 Kilometer vor Ancona. Wir haben gerade knapp 19.30 Uhr und machen nochmal Pipi-Pause, aber nicht irgendwo in der Pampa mit Ausblick auf das wundervolle Meer. Nein, hier ist tatsächlich eine Autobahnraststätte und das ist einfach herrlich, so einen Blick zu haben. Das wird wahrscheinlich der letzte Blick aufs Meer sein, gehe ich mal von aus, weil ein ganzes Stück führt echt an der Autobahn lang, wenn man nicht so auf den Verkehr achten müsste. Ja, ja, wir hatten einen kleinen Stau, hat uns ein bisschen Zeit genommen. Wir mussten zwischendurch auch nochmal auf die Toilette und wollen gleich versuchen, heute Abend echt noch Italien hinter uns zu bringen und gucken, dass wir in Österreich was zum Schlafen finden. Und weiter geht's. So, wunderschönen guten Morgen aus Italien. Schon wieder. Ja. Ja, wir sind jetzt kurz vor Verona. Wir haben gestern Abend echt nicht mehr durchgehalten. Wir waren total im Arsch und haben uns dann erstmal hier auf diesem wunderschönen Parkplatz mit anschließender Tankstelle niedergelassen. Ja. Jetzt geht's weiter. Wir haben vor, zum Frühstück in Innsbruck zu sein. Das ist auf jeden Fall machbar. Sind auch gute Dinge, dass wir es schaffen. Wir haben gestern Abend noch getankt. Da war der Sprit, ja, im Vergleich zu dem, was hier teilweise an den Säulen steht, also das ist ja 1,62 für den Liter Diesel, Steuer. Wir haben das vergleichsweise günstig getankt für 1,33. Ja, genau. Ne, und ja. Sehen zwar nicht ganz frisch aus. Ah ja. Ne, aber wie gesagt, wir sind guter Dinge. Ja, wir haben Wechselklamotten noch. Wir haben zur Not für die fettigen Haare ein Käppi. Und ja, machen das jetzt wieder auf den Weg. Kaffee haben wir auch gerade getrunken. Genau. War auch relativ okay für eine Raststätte. Ne? Hauptsache Koffein, Hauptsache knallt rein. Genau. Und es war überwacht. Ja. Also überwachter Parkplatz. Eben. Und wir sind schon in einem Bereich, wo es schon so ein bisschen deutschsprachig wird. Sprich, sind also nicht mehr so weit entfernt von Norditalien, wo man auch schon sagen kann, wir haben schon fast Österreich erreicht und ja, auf in die Karre. Gute Reise. Gute Reise. Ja, also da haben wir in den Niederlanden sprichst du. Ja, ne? Wir werden nach Hause und Toilette fahren, die wir auch nicht sehen, weil das
Das ist, könnte auch der Keller eines normalen Wohnhauses sein. Hier ist es so eng. das ist echt ein Kunststück gewesen, das Auto hier durchzukriegen, ohne hier irgendwas anzuschrabben oder kaputt zu machen. Wer baut sowas? Daher, wenn wir rausfahren, werden wir das nochmal filmisch festhalten, falls auch es nicht vergessen. Wir haben tatsächlich doch noch die letzte Station eingelegt, bevor es dann gleich nach Hause geht. Und zwar dann ohne großartige Unterbrechungen. Jawohl! Weil wir werden nicht in Würzburg anhalten, wir werden nicht in Nürnberg anhalten, wir werden auch nicht in Frankfurt anhalten. Wir fahren von hier aus, gut, mit gleich einer Pipi-Pause, zurück nach Düsseldorf. Ja. Wir waren einkaufen. In diesen Tüten befinden sich tatsächlich 160 Euro. 160 Euro für T-Shirts, für Masken, für Pins, für Tassen. Wir wollten nur mal gucken. Genau. Einmal gucken. 160 Euro. 160 Euro. So, jetzt gucken, machen wir einmal mit den Schwenken durch den Türen. Es ist ziemlich beliebt. Es wäre ja eigentlich jetzt hier Oktoberfest in München, aber da das Oktoberfest Corona-bedingt ausfällt, haben die Leute sich hier in der Innenstadt versammelt. Ja, wenn man mal bedenkt, jeder kennt ja den Koch Alfons Schubeck. Jetzt muss man mal gucken, was das für ein Imperium ist. Dieser Sternekoch, ne, der hat hinter uns diese Tiroler Stuben
Dem gehört da hinter uns das Schubex Orlando. Daneben befindet sich die Schubex Teestube und dahinter ein Schubex Gewürzeladen. Und daneben neben dem Orlando, kann man ganz schlecht sehen, da ist auch noch Schubex Eisdiele. Oh! Das auch noch. Das auch noch. Aber da gehen wir jetzt nicht hin, wir gehen jetzt woanders noch ein Eis besorgen. Genau. Dann versuchen wir das Auto aus dem Parkhaus zu holen und dann nicht nach Hause. Nach dem Parkhaus-Café, Benko, haben wir uns was gegönnt. Wir wollten hier was essen, was so ein bisschen auch hierher gehört. Ne? Natürlich ein Döner, nein Quatsch. Wir haben uns eine Ochsenwendel gegönnt. Das Ding sah ein bisschen aus wie ein kleiner Döner. Aber war halt auch so. Nein, wir hatten Hunger, wir haben es direkt gegessen. Ja. War nicht ganz billig, war trotzdem lecker. Egal. Und jetzt gibt es ein Eis als Nachtisch und dann geht es, wie gesagt, nach Hause. Ja, war wunderschön in München. Ja, doch. Auch bald. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Nein, nein. So, hier geht's zum Parkhaus runter. Dieses komische Ding, was wir vorhin schon mal erklärt haben. Katakombenpark. Aber noch eine runter, ne? Ah, ich meine hier. Ja. Katakomben. Alcatraz. Und mal ein Luftschutzbunker oder so. Alcatraz. Und dann geht's hier raus. Gar nicht schön. Ich habe keinen Schimmer. 54 oder so? Ja. Ausfahrt. Wer hat denn den Parkschein jetzt? Ich habe den. Okay, Ausfahrt nach da oben. Und da habe ich den. Ups. Das ist gut.
zu Hause. Unten sieht man 962,9. So, und das heißt, dass wir 5962,9 Kilometer gefahren sind. Ja, schade, dass man die erste Zahl vorne nicht sehen kann. Das packt das Display leider nicht. Fast 6000 Kilometer und wir sind durch, wir sind fertig. Es ist Samstagmorgen, oder nee, gar nicht, war Sonntagmorgen. Es ist inzwischen Sonntag. Sonntagmorgen, 1:12 Uhr. Der Wagen ist leer, wir haben alles hochgebracht. Ich suche jetzt einen Parkplatz und dann will ich eigentlich nur noch duschen und ins Bett. Natalia ist oben geblieben, die ist schon duschen. Ich suche jetzt einen Parkplatz.